Hallo Leute, also heute geht es um Animes, die in Deutschland geschnitten wurden. Animes, die nach Deutschland gekommen sind, für den Free-TV-Markt quasi aufbereitet wurden und in welchen Szenen entfernt wurden oder die Handlung, beziehungsweise nicht die Handlung, sondern die Sätze, die Wörter, die sie sagen, die ganzen Dialoge so verfälscht wurden, dass eigentlich diese Szene gar keinen Sinn mehr ergibt. Also ein gutes Beispiel dafür, zum Beispiel aus Tod, wird besiegt oder nimmt nicht mehr am Kampf teil, hat so ein Bullshit halt. Ich lese das nämlich noch immer wieder, dass sich Leute darüber beschweren, dass so viel rumgeschnitten wird in Deutschland, wobei das bezieht sich eigentlich nur auf die Serien, die im deutschen Free-TV gezeigt werden. Also bei den DVDs wird das eigentlich kaum noch gemacht, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Gut, RTL 2 zählte da natürlich immer als, ja, der Bringer. Die haben es immer gebracht, die haben immer geschnitten, so viel sie konnten. Haben da rumgepusht an den Anime-Serien. Ja, aber jetzt fragen wir uns mal, warum haben die das denn so gemacht? Also eine Zeit lang zählte RTL 2 ja wohl, oder zählte sich selbst ja wohl zu dem Anime-Sender schlechthin hier in Deutschland, da sie das ganze Nachmittagsprogramm ständig Animes ausgestrahlt haben. Also hier haben wir nochmal RTL 2. Das ging wohl nicht ganz so gut, weil wenn wir jetzt mal schauen in das Programm, wo sind denn da die ganzen tollen Anime-Serien geblieben? Was ist denn da passiert? Wenn wir jetzt mal gucken, hier haben wir nur noch Köln, 50667, warum auch immer, Berlin, Tag und Nacht, Trödeltrupp, Privatdetektive oder hier die X-Diarö. Also, wo sind denn die ganzen tollen Serien geblieben? Waren die wirklich so scheiße, dass die keiner mehr gucken wollte? Und ja, ganz klar, ja. Denn wenn wir mal gucken, wie die Serien gelaufen sind und was daraus gemacht wurde, ist es natürlich ganz verständlich, warum keiner mehr Interesse daran hat. So, gehen wir mal auf Anime Digital. Hier werden die Serien quasi nochmal aufgelistet, die einzelnen Episoden und was da geschnitten wurde. Wenn wir jetzt mal auf Naruto gucken, ist ja im Prinzip mit das Paradebeispiel schlechthin, was Cuts und alles angeht. Und jetzt mal schauen, was denn hier abging. Wir haben hier zum Beispiel mit der roten Schrift, das sind die Altersfreigaben in Japan gewesen. Ja, erklärt ja im Prinzip schon alles. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Nachmittagsprogramm für Kinder ausgelegt ist, aller Altersgruppen, also nicht nur Kinder ab 12, teilweise ab 16, okay, die hätte man vielleicht auf 12 Jahre schneiden können, ja, dann sieht man doch ganz klar, dass es absoluter Bullshit ist, diese Serie für so ein Nachmittags-Kinder-Baby-Programm, ja, down zu graden, sage ich jetzt mal. Es ist unglaublich. Also hier ist, wenn man sieht, rot, 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 alles ab 12 Jahren, ab und zu mal ab 16. Ja, aber gucken wir uns mal am besten so eine Folge an, am besten gleich eine ab 16. Wenn wir hier jetzt nämlich mal klicken, dann sehen wir hier rechts schon, Wahnsinn. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Szenen das sind, vielleicht 50, die da verändert, geschnitten wurden oder sonst was. Ich kann mich noch ganz gut an diese Folge erinnern. Am geilsten fand ich noch diese Szenen, wo dann einfach mal aus einem Anime ein Schwarz-Weiß-Film gemacht wurde. Wenigstens haben sie den Ton noch gelassen. Also es war jetzt kein Schritt zurück zum Anfang der Filmindustrie. Ja, total lächerlich. Also wenn wir hier mal gucken, hier wurden teilweise ewig lange Szenen nur Schwarz-Weiß gezeigt. Und hier, wenn wir rübergehen, haben wir mal eine Originalszene. Hier zum Beispiel noch in Farbe mit Blut und alles. Und in Deutschland, ich meine, es hätte ja theoretisch schon gereicht, wenn man das Blut weggenommen hätte. Aber nein, man muss es noch schwarz-weiß machen. Wahrscheinlich sind hier bunte Fingernägel zu bitchy für die kleinen ganzen Kiddies, die das gucken. Ist auch egal. Man muss da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Es geht, wie gesagt, nicht darum, dass es falsch war oder so, das zu cutten. Es war ja im Prinzip richtig, wenn man es im Nachmittagsprogramm zeigen möchte, für alle Altersklassen hier. Was heißt richtig? Ein bisschen übertrieben, aber klar, man muss da schon ein bisschen was ändern. Es geht hier einfach um die Frage, ob es sinnvoll ist, sowas dann nach Deutschland zu holen und überhaupt zu ändern. Also gut, wir haben hier ja ein paar Folgen, die sind ab 6. Wenn wir hier mal gucken, zum Beispiel Folge 4, ab 6 Jahren freigegeben, würde ja perfekt passen. Nee, nicht in Deutschland. Wenn wir gucken, was hier wieder alles geschnitten wurde, stellt sich natürlich gleich die Frage jetzt, sind die japanischen Kinder irgendwie gewalttätig? Haben die schon irgendwie so einen Knacks, dass sie hier das übelste Gewaltpotenzial haben?
Ich weiß es nicht. Warum können deutsche Kinder das nicht ab? Warum anscheinend nur die japanischen? Also es ergibt für mich absolut keinen Sinn. Was wurde denn hier geschnitten zum Beispiel? Ein Kunai wurde rausgeschnitten. Ja, warum so ein scheiß Kunai? Also Messer können ja auch überall gezeigt werden. Aber ein Kunai? Gut, ich glaube, Kunai sind in Deutschland illegal. Keine Ahnung, was da ist. Naja, aber jetzt kann man natürlich kommen und sagen, okay, die kleinen Bratzen, die haben ja keine Ahnung, was da läuft. Also, die merken das ja auch gar nicht, wenn da ordentlich rumgeschnitten wird. Aber das ist ja auch der Kritikpunkt. Es gibt unzählige Serien in Japan, welche durchaus für so ein Publikum geeignet sind. Wenn es denn überhaupt Japan sein muss. Mal davon abgesehen. Also, die extra für kleine Kinder sind. Aber muss man da sagen, hey, hier habt ihr Naruto. Das ist da der Bringer, okay. Dürft ihr eigentlich nicht gucken. Aber wir regeln das schon für euch. Wahrscheinlich versteht ihr auch den Rest der Serie nicht, die tiefgründigen Szenen, die wir euch noch gelassen haben. Aber in Japan, das ist der Bringer. Die Serie wird dann zwar abfuck und euch ist es eigentlich sowieso furzegal, was für ein Programm da läuft, aber wir haben eine coole Serie. Die deutschen Fans der Serie, auf die scheißen wir jetzt mal. Obwohl das natürlich die einzigen sind, die wahrscheinlich schon geschäftstüchtig sind. Oder geschäftsfähig sind, die sie von ihrem Taschengeld diese Serie überhaupt kaufen dürfen. Ja, wie beschränkt muss man denn sein, um so zu denken? Okay, zu guter Letzt noch, das eigentliche Verwerfliche an dieser ganzen Sache ist ja, dass RTL 2 sich anscheinend selbst gar nicht an die selbstgesetzten Grenzen hier hält. Also, denn wenn wir jetzt nochmal schauen, was da läuft, wie schon gesagt, was ist denn das? Ist das jetzt wirklich ein USK-6-Programm, ein FSK-6, whatever? Ist das was für kleine Kinder? Na, ich weiß ja nicht. Also, wenn wir jetzt mal gucken hier. Zum Beispiel Privatdetektive im Einsatz. Ich habe hier mal so eine Folge. Was läuft denn da? Also, hier so ein Fall, bla 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 und dann hier. Anschließend wartet auf das Ermittlerduo Giulia, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Peroni und Thomas Berg, ein neuer Fall. Michelle hat überraschend 50.000 Euro von ihrem verstorbenen Onkel geerbt. Moment, verstorbener Onkel? Sind die sich sicher, dass er nicht nur besiegt ist oder quasi aus der Serie ausgeschieden ist? Muss man nicht mehr viel zu sagen. So, in diesem Sinne, Leute, vergesst einfach dieses ganze Gemaule über die Katz und bla bla. Wenn ihr euch die Serie vernünftig anschauen wollt, dann kauft sie euch einfach auf DVD. Hier ist jetzt zum Beispiel, die Naruto-Staffeln sind jetzt wieder hier in Deutschland erschienen. Hier haben wir es auch stehen. Uncut, die komplette Staffel 1. Gut, die komplette Staffel 1 sind nur 19 Folgen, schön drauf achten. Aber man hat was Vernünftiges. Die Bildqualität ist super, hat nicht dieses schwule Pokito-Logo da hinten. Und man sieht auch hier schon, irgendwo hatte ich es eben gesehen, keine Ahnung, aber irgendwo, ja, hier was. Blut, oh. Also, Uncut. So, Sprache, Deutsch. Wer es Deutsche nicht mag, sogar Japanisch. Ihr könnt es also auch wieder in der richtigen Synchronisation anschauen und euch die deutschen Titel dazu geben. Ja, und mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass die Animes nicht mehr so verhunzt werden und vernünftig gezeigt werden, dann kauft euch einfach die DVDs, guckt den Scheiß nicht auf RTL 2 oder was auch immer. Denn, ich sag mal, Deutschland mit den Scherenhänden ist eigentlich schon so gut wie abgeschafft. Es liegt jetzt nur noch an euch dafür zu sorgen, dass tolle Animes nach Deutschland kommen und auf DVD erscheinen. Also unterstützt die Publisher, kauft die DVDs oder Streams oder sonst was von denen und dann regelt sich das denn alles schon. So, falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt, einfach raus damit, sagt mir eure Meinung, gebt mir eure Kommentare, stellt Fragen oder abonniert mich einfach. Euer Gecko.